Hallo Südafrika, Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Südafrika, hier kompakt zusammengefasst. Die Small Enterprise Development Agency und die South African National Parks haben gemeinsam ein Business Development Programm für 110 kleine kommerzielle Betreiber, Konzessionäre und Auftragnehmer für Biodiversitäts-Sozialprojekte im Garden Route National Park vorgestellt. Der zweite südafrikanische Adventure Summit, eine Plattform für Betreiber und Manager von Aktivitäten aus dem ganzen Land, findet vom 11. bis 14. Juni im Champaign Valley der Drakensberge statt. Das Treffen beleuchtet die lebhafte Abenteuertourismusbranche und vereint sowohl kleine und auch mittelständische Unternehmen als auch etablierte Branchenführer. Südafrika hat derzeit eine bedeutende Herausforderung in Bezug auf die Elefantenpopulation, da viele geschützte Gebiete ihre ökologische Tragfähigkeit erreichen. Eine dringende Intervention ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Elefanten kurz- bis mittelfristig nicht abgeschossen werden müssen. Zusätzlich sind Elefantenpopulationen ständig Bedrohungen wie Schlingenfallen und Konflikten zwischen Mensch und Tier ausgesetzt. Im vergangenen Monat hat Rewild Africa Ressourcen Mittel gesammelt, um eine Notfall-Luftrettungsaktion von 5 Elefanten im Ndumo Game Reserve durchzuführen, in Partnerschaft mit Esemvelo KwaZulu-Natal Wildlife, in dem die Elefanten verfolgt und sicher zurückgeleitet wurden. Diese Elefanten bewegten sich vom Kruger National Park durch den südlichen Teil von Mosambik und in die Gemeinden rund um das Ndumo Game Reserve in Südafrika. Die lokale und regionale Fluggesellschaft Cham Air hat angekündigt, eine Strecke zwischen Johannesburg und East London zu eröffnen. Die Fluggesellschaft wird ab dem 7. April direkte Non-Stop-Dienste aufnehmen. Die Flüge starten von OR Tambo um 18 Uhr an Sonntagen, Montagen, Dienstagen, Mittwoch und Donnerstagen und kommen um 19 Uhr in East London an. Die Flugzeuge bleiben über Nacht in East London. Die Rückflüge starten dann um 6 Uhr morgens von East London von montags bis freitags und kommen um 7.20 Uhr in Johannesburg an. Eine neue Initiative setzt Kunst und Kreativität ein, um das Nashornwildern in Südafrika zu bekämpfen. Die diese Woche von der gemeinnützigen Organisation Rhino Disharmony gestartete Saviors Army ruft zu einem vereinten Vorgehen gegen das Nashornwildern mit dem Slogan »Wirst du mit uns stehen?« auf. In den letzten 15 Jahren wurden eine Reihe von Anti-Wilderei-Programmen gestartet, die unterschiedlichen Erfolg hatten. Die Black Mamba Anti-Wilderer-Einheit, die vor 10 Jahren gegründet wurde, ist eine davon. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Kampagne. Die wachsende Bedeutung der Provinz Limpopo als Premium-Golf-Destination wird erneut von der Limpopo Tourism Agency und der Sunshine Tour beim 6. Limpopo Championship im April präsentiert. Die Meisterschaft im Euphoria Golf und Lifestyle Estate ist eines von 3 großen Golfturnieren, die Provinz in diesem Jahr auf der Sunshine Tour ausrichten wird. Darunter das SDC Open und die Vodacom Origins of Golf. Starke regionale Golfturniere wie die Kudu Amateur Championship, das Big Five Tournament, die Limpopo Youth Championship und ein voller Amateurkalender tragen erheblich zum Golfangebot der Provinz bei. Das Knysna Oyster Festival ist zurück und bereit, wie nie zuvor Wellen zu schlagen. Zum 40-jährigen Jubiläum verspricht das diesjährige Festival ein wahres Juwel zu sein. Vom 21. bis 30. Juni 2024 werden Einheimische und Austernliebhaber aus dem ganzen Land die malerischen Küsten von Knysna für ein Fest voller Spaß, Essen und Festlichkeiten aufsuchen. Das 40. Knysna Oyster Festival verspricht ein episches Erlebnis mit dem diesjährigen Motto »Haben Sie eine wundervolle Zeit«, das gewählt wurde, weil das Festival mit der aufregenden Wahlsaison in Knysna zusammenfällt, was dem Ereignis eine zusätzliche Portion von Emotionen verleiht. Besucher können die majestätische Schönheit dieser prächtigen Kreaturen erleben, während sie sich in den Festlichkeiten vertiefen. Von Abenteuersportarten bis hin zu einem Weinfestival gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen, die Nonstop-Unterhaltung und ein unvergessliches Erlebnis versprechen. Unser Restaurant-Tipp: Das Living Room im Summerhill Guest Estate ist eines der besten Restaurants in KwaZulu-Natal. Der Chefkoch Johannes Richter ist in Deutschland geboren, aber in Durban aufgewachsen.
Das Besondere ist, dass die kulinarische Vielfalt vom Garten bis zum Teller durch seine französische Ausbildung und seine Leidenschaft für asiatische Techniken zum Ausdruck kommt. Das Restaurant bietet auch eine umfassende Liste erstklassiger südafrikanischer Weine. Es werden auch alkoholfreie Getränke mit hausgemachten Sirups und Tonics, Kombuchas und Säften angeboten. Das Living Room wurde bei den Eat Out Awards mit 3 Sternen ausgezeichnet und erhielt außerdem den Spitzenplatz der Branche als Restaurant des Jahres. Das Wetter in Südafrika. In Kapstadt wird das Wetter in den nächsten Tagen mit hohen Temperaturen zwischen 26 und 39 Grad liegen, teils bewölkt und klar. In Durban wird das Wetter in den nächsten Tagen zwischen 22 und 42 Grad liegen, mit leichtem Regen und bewölktem Himmel und am Sonntag mit starkem Regen, der die Temperatur dann etwas fallen lässt. In Johannesburg wird das Wetter die Temperatur in den nächsten Tagen bei 30 Grad halten, mit bewölktem Himmel, leichtem Regen und am Dienstag wird starker Regen die Temperatur auf 18 Grad absinken lassen. Der Wechselkurs 1 Euro entspricht 20 südafrikanischem Rand. Hallo Südafrika! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Südafrika hier kompakt zusammengefasst.